Der Präsi-Tipp. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Präsi-Tipp Nummer 4. In diesem Video geht es darum, dass ich dir einen Impuls gebe, wie du eine mögliche Sonnenallergie angehen könntest mit dem Klopfen. Momentan haben wir in der Schweiz eine saumäßige Hitze. Auch in der Nacht kühlt es kaum mehr ab. Und Menschen, die eben allergisch reagieren auf Sonneneinstrahlung, das kann sehr, sehr eine mühsame, herausfordernde Zeit sein im Moment. Ich nehme für unser Video das Beispiel, dass du hier eine Reaktion hast, weil die Sonne auf deine Haut geschienen hat. Und dann ist es ja oft so, dass es dann sehr beißt, es juckt, zum Teil sogar ist es geschwollen. Man würde am liebsten kratzen, aber kratzen bringt dann auch nichts, aber man tut es trotzdem. Das ist kein Sonnenbrand, es ist eben dann so eine allergische Reaktion. Und wenn das so ist, dann schau einfach mal auf diese Stelle, wo es bei dir eben juckt und zwickt und beißend ist. Und spür mal rein, wie stark es juckt. Beispielsweise auf der Skalierung von 0 bis 10, dann schaust du, spürst du, 0 wäre, es juckt überhaupt nicht, 10 ist fast nichts zum Aushalten, und schaust mal, wo du dich da einreißt. Und für unser Beispiel sagen wir mal, es wäre zum Beispiel 7 bis 8 auf der Skalierung, also ein Jucken von 7 bis 8. Und dann fängst du hier beim Handkantenpunkt an zu klopfen. Du kannst das links oder rechts machen. Übrigens, wenn du fundiertere Informationen über das Klopfen erfahren möchtest, kannst du auf meine Webseite präsi.ch, und dort ist ein kostenloses Webinar, das du absolvieren kannst. Und dort gibt es natürlich viel, viel mehr Hintergrundinformationen über das Klopfen, als das ich jetzt hier in diesem Kurzvideo zeige. Also du machst hier beim Handkantenpunkt 3 bis 4 Mal den sogenannten Einstimmungs- oder Setup-Satz. Der könnte folgendermaßen lauten: Auch wenn ich dieses juckende Gefühl in meiner linken Hand spüre, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich dieses juckende Gefühl spüre in meiner linken Hand, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich dieses juckende Gefühl habe in meiner linken Hand, liebe und akzeptiere ich mich genau so, wie ich bin. Wenn du mit dieser Formulierung von Selbstliebe ein Problem hättest, kannst du auch sagen, auch wenn ich dieses juckende Gefühl in meiner linken Hand spüre, bin ich absolut okay. Es spielt also keine Rolle, ob du okay sagst oder ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz so, wie ich bin. Das kannst du wählen. Dann gehst du auf den Kopf, nimmst die Hand und klopfst auf dem höchsten Punkt im Kopfbereich und sagst, dieser juckende Bereich in meiner linken Hand. Oder dieses Jucken in meiner linken Hand. 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 Hier auf dem Brustbereich mit der flachen Hand, das mache ich jetzt nicht wegen dem Mikrofon, unter dem Arm dieses Jucken in meiner linken Hand, und du schaust wieder deine Hand an ab und zu, spürst rein, wie es juckt und beißt. Unter der Brust dieses Jucken in meiner linken Hand. Daumen dieses Jucken in meiner linken Hand. Zeigefinger dieses Jucken in meiner linken Hand. Dieses Jucken in meiner linken Hand. Kleiner Finger, Ringfinger lassen wir aus. Dieses Jucken in meiner linken Hand. Dann schüttelst du die Hände aus. Nach dem ersten Klopfdurchgang, den wir jetzt zusammen gemacht haben, kannst du die sogenannte 9-Gamut-Sequenz einbauen. Das ist die Sequenz mit den Augenbewegungen und mit dem Summen und mit dem Zählen. Das kannst du auch auf dem Webinar anschauen. Das ist umfassend erklärt. Kannst du nachklopfen quasi. Das lasse ich auch in diesem Video jetzt mal aus. Wenn du jetzt bei dir reinspürst auf der Skalierung von 0 bis 10, wie hoch dieses Juckgefühl ist, dann ist es vielleicht noch eine 4er-Belastung. Und dann greifst du diese Belastung eben noch einmal auf mit einem erneuten Klopfdurchgang.
Und das kann folgendermaßen gemacht werden. Du klopfst wieder beim Handkantenpunkt und sagst, auch wenn ich hier noch ein restliches Jucken in meiner linken Hand spüre, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Auch wenn ich da noch ein restliches Jucken in meiner linken Hand spüre, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wo ich bin. Auch wenn ich da noch ein restliches Jucken in meiner linken Hand spüre, liebe und akzeptiere ich mich genauso, wie ich bin. Dieses restliche Jucken in meiner linken Hand, 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 zwischendurch einen tiefen Atemzug nehmen, wieder reinspüren bei diesem Punkt, wo es eben bei dir zwickt oder eben juckt. Dieses Jucken in meiner linken Hand, dieses Jucken in meiner linken Hand, hier auf der Brust, unter dem Arm, dieses Jucken in meiner linken Hand, 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 dieses Jucken in meiner linken Hand. Schüttelst du die Hände aus und du klopfst weiter bis auf der Skalierung von 0 bis 10, dass du bei 0 angelangt bist. Wie bereits erwähnt, du kannst auch die neuen Gamut-Sequenz einbauen, die du bei mir im Webinar nachschauen kannst. Und das Ziel ist, dass du den Aspekt beklopfst, bis es auf 0 ist. Und jetzt kann ja, wenn du den Aspekt, das Jucken beklopft hast, dann hast du vielleicht noch einen anderen Aspekt. Das kann sein, dass du ein Beißgefühl hast oder eine Hitze spürst. Und das sind andere Aspekte, die du auch wieder neu aufgreifst und so beklopfst, wie ich dir das vorher gezeigt habe. Es kann auch sein, dass du eine Wut spürst, dass du immer diese verdammte Allergie hast, wenn du an der Sonne warst, dann greifst du diese Wut auf und beklopfst die Wut. Oder es kann sein, dass du ein Angstgefühl hast, dass du die Angst spürst, ja, morgen, wenn ich wieder an der Sonne bin, dann wird es wahrscheinlich wie in den letzten 20 Jahren auch schon so sein, dass das wieder anfängt geschwollen zu werden und anfängt zu jucken. Dann kannst du diese Angst klopfen, also quasi du schaust von 0 bis 10, wie hoch ist diese Angst und bearbeitest dieses Gefühl. Ja, und spannend in den Einzelcoachings, da gehe ich dann gezielt darauf ein, dass wir natürlich alle diese Aspekte bearbeiten und emotionell frei machen. Aber sehr, sehr spannend bei den Einzelcoachings ist es natürlich, an die Ursprungssituation zu kommen, dass wir herausfinden können mit diesem Klopfprozess, und Klopfen ist eben ein aufdeckendes Verfahren, dass wir an die Ursprungsgeschichte eventuell rankommen können, wo das entstanden ist. Also vielleicht oder häufig ist es so, aus meiner Erfahrung gesprochen, dass diese Reaktion vielleicht entstanden ist in einer Lebenssituation, wo du sehr, sehr gestresst warst. Plötzlich in dieser Lebenssituation hast du angefangen, diese Reaktion zu zeigen. Und wenn man dann in den Einzelcoachings natürlich diese Ursprungssituationen auch auflösen kann zusammen, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil dann eben auch der Ursprung, so wie es entstanden ist, bearbeitet werden kann. Wenn dich nun das Klopfen angesprochen hat, wenn du das Gefühl hast, ja, da möchte ich mehr lernen, Wissen darüber, kannst du im ersten Schritt mal mein kostenloses Webinar absolvieren. Auf meiner Webseite siehst du auch mein Seminarangebot, wie man dieses Klopfen, diese Klopfakupressur fundiert lernen kann. Und du siehst auch mein Angebot über meine Einzelcoachings, welche natürlich auch sehr, sehr gut über Skype funktionieren. Also, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Mach's gut, habe gute Zeit, bis bald, dein Peter Bresicke.